Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Parzi Core Keeper. Heute wieder mit den drei Kollegen vom letzten Mal, mit dem Exorzismus, dem Palbanta und dem Extreme. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Heute wird's wieder lustig. Wo ist Eisen? Unten links ist Eisen, oben rechts ist Sven. Ich komme. Beweg mich doch. Alter, hier ist... Nee, hier gehe ich nicht weiter. Sag ich mir das. Ich fahre mir jetzt lieber ein bisschen vorkommen noch. Seid doch mal froh. Ich habe mich aus der Basis herausbequemt, aus dem Homeoffice heraus und komme euch jetzt helfen. Unfassbar. Nachdem ich hier eine ganze Zeit darin investiert habe, dass wir eine richtig schöne, ordentliche Basis haben. Ich weiß ja nicht, welchen Weg ihr genommen habt. Nee, ich bin auch gerade einen anderen Weg gegangen als eben. Ich mach mir jetzt einfach einen Weg. Oh, die Ogre hauen zu. Au. Ich mach mir jetzt einfach einen Weg. Ich hab einen Ogre zu. Ich hab eine Axt bekommen. Ich hab ne Battle-Axe. Jo, die macht auch gar nicht wenig Schaden. Ich komme. 149 bis 181. Ich darf das Licht der Welt sehen. Wo ist der? Da hinten. Mir wird doch nicht die ganze Karte aufgedeckt. Wovon redet ihr? Über den Kartografen? Wir haben halt noch ein bisschen mehr entdeckt. Und ich glaube, jeder muss mal dran gehen. Ja, das funktioniert. Wahrscheinlich. Ich auch mal von aus. So, wo war jetzt mein Zeug? Wie komme ich da wieder hin? Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist ein Leuchtklubschieß. Alberto, ich komme. Das ist ein Ogre. Guck mal, bin ich nicht stylisch? Ja, besorgt mir auch eine Axt. Das ist unwahrscheinlich. Aua. Ja, ganz genau, aua. Willst du auch einen Heiltrank? Einen habe ich noch, danke. Ich kann dir nicht getroffen. Oh, danke dir. Was ist denn das denn für einer? Oh, ich habe eine Käfling Shaman Figurine. Nice. Aber keine Axt. Eigentlich müsste nur rechts rumlaufen. Aber da unten ist Eisen. Hier ist noch mehr Eisen, Shiny. Shiny and Crow? Ah, die kann man auch auf der Luft bauen. Zu deinem Zeug? Ich habe einen neuen Bereich entdeckt. Oh, fuck. Er wollte mich schon wieder schlagen, durch jemand. Kommst du denn hin? Ja, das meiste habe ich wieder. Muss mir eigene Wege bauen. Gut, dass ich die Planken mitgenommen habe. Wo seid ihr jetzt genau? Wir sind links dran vorbeigelaufen. Am Eingang. Ich bin hier hinten. So, das einmal und das einmal. Weil wie gesagt, ich wollte einfach nur noch ein bisschen Eisen erstmal farmen. Ich will Kriech. Ja, du musst hier reinkommen. Ich komme hier, Leuchtklubschieß. Aber ich gehe jetzt hier raus. Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Besiegt. Das ist noch ein Ogre, okay. Klar. Ich bin tot! Fuck! Okay. Oh nein! Okay, ich lock ihn mal weg. Da muss eine Fackel hin. Hat mir aber auch einen auf den Blitz gegeben.
Wenn ich mein Shit geholt habe, dann gehe ich erstmal noch ein bisschen Zinn farmen, damit wir ein paar mehr Schienen haben. Dann können wir um einiges leichter darunter fahren. Achso, das war ein Gemstone. So, ich habe den Ogre eingebaut, du kannst einfach an deinen Grabstein gehen. Nice, danke dir. Oh, das sind Schienen. Da kommt eins hin, da kommt eins hin. Aber der haut auch zu, ne? Ja, übel. Steinkarotten? Oder was sind das? Ja, Kerox. Erleuchtet. Oh, ich habe gar keine Fackeln mehr. Wie kann das denn passieren? Arbeite mich durch. Ich fahre hier ein bisschen auf den Schienen hin und das ist so cool. Und kann sich einfach das Ding hin reinsetzen und die 5 Meter links und rechts, von links nach rechts fahren. Ich habe keinen zum Fahren. Ein Kart ist in der Basis. Ja, das kommt weg. Ich baue mal die Schienen ab. Das geht mit der Schaufel leichter. Boah, 2 Treffer. Egal, Junge! Ob mit Schaufel oder. Was ist denn das für ein Berg? Oh, da braucht man. Ja, ich fahr auf jeden Fall jetzt mal zurück und dann gehe ich ein bisschen Zinn farmen. Wir brauchen Schienen nach hier unten. Ja, wir brauchen dafür Zinn. Ja, deswegen. Und Zinn ist halt oben rechts. Hier sind so. Wofür braucht ihr Zinn genau? Für Schienen. Aber hier sind doch so viele. Ja, du brauchst halt auch nochmal viele, ne? Also wir wollen uns ja damit den Weg schneller machen. Ah, wir bräuchten hier den Bohrer für die Meteoriten oder was immer, ja. Ja, ich glaube, Bohrer müssen wir noch ein bisschen für arbeiten. Dass ich glaube, dafür haben. Müssen wir noch ordentlich arbeiten. Ja, klingt so nach Endgame-Zeug. Paul, hast du dir die Karte mal im Genauen angeguckt? Also mal genau komplett, zoom mal komplett raus. Ja, ich weiß, aber die Frage ist, wie viel davon ist wirklich letzten Endes wichtig? Axel, ich lass dich mal da hinten alleine. Mhm. Da wird schon kein Ogre kommen. Ist das eine Biene? Nee, aber hier ist eine ganze Menge Eisen. Hä? Fireball Stuff? Ach, der hat einen Schamane dann wahrscheinlich getroppt. Ich probiere den mal aus. LOL! Der ist geil! Kannst du dich damit selbst sprengen? Probier mal aus. Stell dich mal vor eine Wand. Mich selber nicht. Der macht auch mehr Schaden als mein Schwert. Ja, heftig mehr. Warte, ich grab mal ein Vieh aus. Fackel. Hast du jetzt einen neuen Skill? Magie zum Beispiel? Wäre auch interessant. Macht das Flächenschaden? Ja, gehe ich mal von aus. Also ich wurde durch die Wand getroffen, also von daher. Leute, macht einfach. Ich hab das Vieh so hart weggereckt. Also, der Fireball-Stuff, der ist ja richtig geil. Geh ich von aus. Vor allen Dingen, ich kämpfe damit ja im Fernkampf. Ja. Das ist ziemlich geil. Ich hab damit dann meine Ruhe. Den sollte jeder haben, damit man im Bosskampf, wenn man Lebensprobleme hat, sich auch mal zurückziehen kann und kämpfen. Vor allem, der Schamane hat mich damit eben auch angezündet. Das heißt, das brennt auch noch ein bisschen und hat dort Schaden. Ich muss Geld machen.
sehe ich gerade. Davon haben wir genügend, Ich merke mir einfach mal, wo der ist. Was? Der Händler? Ja, ich will mir die Schrotflinte kaufen. Ja, die will ich auch haben. Ich hoffe. Weil die ist sogar noch mal eine Ecke stärker als der Stab. Und ich kann also, mir schon vorstellen, dass sie auch noch Flächenschaden macht. Also so richtig hart streut. Mit dem Fireballstoff, man kann damit auch ein bisschen die Karte aufdecken. Oh Gott, da ist ein Wurm! Ich kämpf gegen dich! Ich hab keine Angst vor dir! Da ist einfach ein Wurm in meinem Gesicht gewesen. Hallo? Hi! Ihr habt nicht mehr gehört, ich hab Angst bekommen. Da war einfach ein Wurm. Ein riesiger. Wunschlawiner. Was heißt ein riesiger, der ständig die Kreise da zieht oder was? Ja, der war richtig groß. Den musst du wahrscheinlich auch auf den Schienen bekämpfen, weil du, der ist richtig schnell. Wahrscheinlich, wenn du den angreifst, wird der wohl stehen bleiben, oder? Also die Schleime sind mit dem Feuerwehrstuff Instakill, will ich mal so anmerken. Ich bin hier gerade an einem Punkt von denen und gönn mir gerade Schleim. Diese wunderschöne Sound, der auch noch dazu kommt. So ein richtiges Flatsch. Oh Mann, jetzt habe ich die Eisenspitzhacke durchgearbeitet, die Zinnspitzhacke, jetzt bin ich bei Kupfer. Und packe damit auf Stein ein. Oh, geht das überhaupt? Das geht, aber es dauert. Ja, moin. So, das nehme ich mal mit. Da ist ein Schleimschwert drin. Ey, hier war so viel Eisen. Ja. Ich habe jetzt 58 Eisen dabei. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe 500 von diesen Dingern mir jetzt erarbeitet. Ich gönne mir die Schrotflinte. Bitte kein Blümchen jetzt in meinem Gesicht. Hä? Hier ist ein Schneckenhaus. Ich kann das Schneckenhaus schlagen, aber da passiert nichts. Hä? Was soll das Schneckenhaus? Das habe ich auch nicht verstanden. Oh, hallo, Herr Schaman. Du machst irgendwie nichts mit. Ich mach grad mal ein paar neue Kochrezepte. Hilfe, da ist der Wurm schon wieder. Alter, selbst wenn ich mit dem Stab mit dem 160 draufballer, ich mach den einfach gefühlt gar keinen Schaden. 160 ist auch nicht so viel. Ist mehr als das Schwert. Also meine Axt macht 149 bis 181 pro Hit. Warte, ich hab gleich eine Schrotflinte an der Hand und dann sage ich dir, wie viel Schaden ich jetzt austeile, nämlich 165 bis 201. Jo. Ah, okay, die Karok fügen dem der Nahrung 23 Rüstung hinzu. Für 5 Minuten. Soll ich dir mal was kurz erzählen? Ach nee, das restort sich ja wieder. So, jetzt will ich mal wissen, wie schießt die Schrotflinte, die ich mir gerade gegönnt habe? Schrotflinte, nehmen. Die schießt irre schnell. Also die Reload-Zeit, die ist für den Arsch. Aber das Geschoss, das fliegt ja instant durch. So 3-4 Sekunden braucht ihr, um nochmal zu schießen.
Ich will mal einen Gegner damit treffen. Ich muss aufstoßen. Entschuldigung. Schneimis, kommt mal her. Ich will was an euch testen. Ist auch ganz harmlos. Ich hab die ganzen Barren rausgenommen und in die Kiste geworfen. Hm? Ich bin auf dem Heim. Soll ich auch erstmal eine Eisenrüstung gönnen? Ich habe da viel nicht getroffen. 233 Schaden mit einem Schuss. Warum hat der Stab eine Reload-Zeit, wenn ich mit der Splinte schieße? Ein Kampf, beides. Jo. Was braucht die Schrotflinte eigentlich, wenn man es reparieren will? Nee, ist ja keine Schrot, ist nur eine normale Flinte. Flinte ist immer mit Schrot. Die braucht Eisenbarren. Exo. Hm? Ah. Ich habe ja schon den hier. Oh. Gut. Das sind da jede Menge. Oh, die Durability nimmt aber schnell ab, oder? Wie oft hast du geschossen? Ich habe nur ein paar Mal geschossen, um sie auszutesten. Das war gegen die Tür geschossen. Also das Geschoss ist ultra schnell. Wenn du jetzt mal hier zum Beispiel mit dem Stab vergleichst. Na, das ist auch schnell. Warte mal, ich brauche einen geraden Raum, um dir das zu zeigen. Und jetzt schieß mal damit. Ja. Die ist deutlich hat schneller. Geholt. Und ich habe gerade die Spike Trap mal im Einsatz gesehen. Selbst wenn die versuchen drüber zu springen, die werden aufgespießt. Ja, dann Dankeschön. Ich hab. Wollen wir uns mal an der Hive Mother jetzt versuchen? Wir haben ja alle vom Prinzip her was für einen Fernkampf, oder nicht? Wollen wir jetzt versuchen, bitte? Der Monsterfähig? Nee, lass auf Mikro warten. Zum einen das und zum anderen sollten wir uns auch erstmal komplett ausrüsten, wirklich. Genau, schöne Eisenrüstung für jeden. Ich suche nur gerade das Schienensystem, was ich irgendwann mal angefangen hatte. Wo Wissen war denn der Agathe Scheiß? Ist? Was ist das denn? Ah, da. Karoxid kriege ich irgendwie nicht geschissen, die zu pflanzen, deswegen da wieder rein. So. Hier lang ist oh. Das. Ich bin ein Ritter. Oh, das, nee, ich habe die Schleimfigur irgendwann bekommen, also die normale. Ich setze sie mal eben kurz in den Schleimraum, wo auch mal ein Schleim auch krepiert ist. Oh, da ist noch einer. Oh. Ach schade, ich hätte ihn nehmen lassen können, damit du die Schrotflinte austesten kannst. Für die Eisenspitzhacke braucht man zwei Eisenbarren, um das zu operieren. Ja, allein unsere Ausrüstung auf Eisen hochzuwerten wäre ja schon mal gut, ne? Electronics Table klingt auch mal nach einer guten Idee. Ups. Wie viele Eisenbahnen haben wir? So wenig. Geht doch. Also für deine Rüstung könnte zumindest ein, zwei Teile kannst du dir noch herstellen. Nee, ich dachte gerade nicht an eine Rüstung. Sondern? An das hier. Warte. Ja, wir können uns die Lampen bauen. Und Generatoren. Guck mal. Eine Rüstung wäre sinnvoller gewesen.
Ey, wir können hier demnächst elektronisch uns alles hier automatisieren. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Ja, hey, ganz bestimmt, aber wäre halt trotzdem sinnvoller gewesen. Warte mal. Ich habe jetzt hier so einen komischen Stab. Das ist so eine klitzekleine Lampe. Wie viel Licht macht die? Ach nee, das ist nur so eine Zwischenstation. Ich will einmal diese Lampe bauen. Wenn die sehr viel mehr Licht macht als diese Teile hier, dann können wir uns damit doch hier alles viel besser beleuchten. Ja, kommt drauf an, wie betreibst du denn den Generator? Das ist eine Frage, die wir später klären. Wir können ja den Händler auf ein Fahrrad setzen und... Ich glaube, der Generator ist endlos betrieben. Also hier steht nicht, dass er irgendwas bräuchte. Okay. Und dann hätten wir endlich wieder einen sinnvollen Einsatz für die Kupferbahn. Für also die Brustrüstung Bräte. Kannst du dir holen. Dafür ist genug Eisen noch da. So, und wir haben jetzt auf jeden Fall genug Schienen bis ein gutes Stück weit unten. Oh, danke. Ich baue jetzt einfach so einen Generator, die ich hier reingelegt habe. Allein schon, weil ich ausprobieren will, wie gut die Lampen sind. Ich habe hier nochmal 32 reingelegt in die Kiste. Na, ich packe die anderen noch rein. Dann haben wir noch 82 übrig. Aber wir kommen auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weit. Junge, guck dir mal an, wie viel Licht die Lampe macht. Die macht ja richtig gut Licht. So. Wenn du jetzt mal mit einem Torch vergleichst. Hast du schon wieder das Eisen geklaut? Ja, guck doch mal, wie gut die Lampen sind. Wenn ich das mal so vergleiche, ich gehe mal jetzt in einen komplett dunklen Raum und guck, wie weit das erleuchtet. Das ist doch dann ein massives Licht-Upgrade. Also dafür, dass wir Eisen ausgeben müssen. Nee, nur für den Generator. Die Kabel und so brauchen nur Kupfer. Auch dafür ist dann halt so okay. Weiß ich nicht. Die Lampen selber Fackeln brauchen zwei. Ein Holz. Wir können auch elektrische Ein Holz Türen für drei machen. Fackeln. Die halten offenbar alles stand. Und es wächst auch nach, das Holz. Das Eisen nicht. Ich will es nur ausprobieren, okay? Ja, probier mal ruhig. Es sei denn, wir finden irgendeinen Händler, der das verkauft, dann theoretisch. Ja, gibt wahrscheinlich einen. So, ich brauche einen großen Raum, wo ich jetzt einfach extra die Torch wegnehme. So, der Raum ist recht groß. Ich mach dich mal eben kurz weg, bevor du mir auf den Senkel gehst. So. Wenn hier bleiben, Händler. Kommst hier nicht raus. Moment, hier oben. Achso, da ist ein Gang. Okay. Da kommt er auch nicht raus. Ich mach den mal dicht, oder? Brauchen wir hier den Gang? Ich glaube nicht. So. Ich habe jetzt hier richtig. Ich hatte irgendwie eine Geisterfackel. So. Generator. Schaltung. Die Schaltung liegt am falschen Ort. Lampe. Unterhält also, fast den ganzen Raum. Also die Lampe, du die musst ist jetzt wirklich gut. Dafür, du musst ihn mit nichts betreiben jetzt, oder was, den Generator? Nö, der Generator läuft einfach. Und mit den Kupferbahnen kannst du dir halt eine Leitung legen. Ihr müsst, warte mal, ich mach mal einen Screenshot, damit ihr seht, wie viel das erleuchtet. Noch einfach kurz vorbeikommen bei dir. Ich bin nicht weit von der Basis weg. Also die Lampe, wenn ich die mit der Torch vergleiche, mindestens 10-mal so gut. Hier links. Ups. Also ich würde sagen, der Bau hat sich gelohnt. Wenn man damit irre gut ausleuchten kann. Ich habe jetzt extra hier die ganzen Fackeln weggenommen. Also ja, für die Basis ist das geil. Fürs Erforschen nicht. Na doch, können doch einfach immer so eine Leitung legen und dann ab und zu mal eine Lampe.
Wir sparen uns einiges an Holz zu. Ja, aber Holz, Holz hast du halt ohne Ende letzten Endes. Wenn wir unsere Holzfarm noch ein bisschen ausbauen, ne? Wir haben so viel Holz, dann können wir Leute totschmeißen. Aber ich finde, was Licht angeht, hat sich das Ding auf jeden Fall gelohnt. Ja, also für die Base finde ich das sehr geil. Fürs Erforschen halt, ne. Naja, für die Base definitiv. Vor allen Dingen, du musst nichts in den Generator reinschmeißen, musst nur ein paar Leitungen verlegen und fertig ist es. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange das so bleibt. Weil ich denke, irgendwann werden die das rauspatchen, dass du nichts für den Generator brauchst. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Bist du schon mal mit den Schienen gefahren, ja, scheinbar? Wahrscheinlich, nee. Ja, wir haben ja noch Karts hier oben. Ich hab mir das schon rausgenommen. Achso, ja dann. Viel Spaß. Warte mal. Such dir einen guten Ort aus, wo du das hinsetzen willst. Das Kart? Das hier, was ich gerade gebastelt habe. Keine Ahnung. Irgendwo in die Basis. Ja, du kannst ja damit was richtig gut ausleuchten. Ja, wir haben alles ausgeleuchtet. Keine Ahnung. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Hier stehen sogar ein bisschen zu viele Fackeln. Ich habe mir einfach mal ein paar weggenommen, wo drei nebeneinander standen und so. Boah, man kommt damit doch richtig schnell durch die Minen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, das mein Kart ist schon ziemlich geil. Ja, aber guck mal auf die Map und jetzt fahren wir bis unten hin. Das ist das andere, ja. Ey, ich bin doch mindestens 20 Mal schneller als zu Fuß. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich will einen Teleporter. Teleporter wäre schon sehr geil. Ja. Waren wir erfolgreich heute? Wir sind ziemlich weit gekommen, ne? Finden wir Termin fürs nächste Mal? Müssten wir absprechen? Ja. Ja, stimmt, warte mal. Jetzt fällt mir ein, wo das gerade gut ist. Dann kann ich nämlich die ganzen Fackeln da oben wegnehmen. Kann ich auch so, glaube ich. Das Ding reicht, glaube ich, aus, dass die ganzen Fackeln hier weg können. Also ich finde das eigentlich schön so. Warte. Mein Traum wird jetzt real. Dass wir das richtig geilo machen. Komm mit. Und damit das ein bisschen weniger hässlich aussieht. Nehmen wir mein Gesicht. Was? Das Gefühl, da ging so viel Material für drauf. Dafür, dass das überhaupt nichts bringt. Das ist ja wohl Trash. Sondergleichen gerade. Was ist das? Irgendwie hat das, wo es direkt nebeneinander stand, besser funktioniert. Was ist denn das für vielleicht ist die Leitung ein bisschen zu lang. Schau dir das mal an. Da hier ist genug Energie drauf und hier wird es immer weniger. Das ist ja wohl absoluter Trash. Warte. Okay, das ist schon ein bisschen besser. Vielleicht, wenn ich hier die Leitung noch kappe. Also gerade eben hat sie ja richtig stark geleuchtet. Nicht viel stärker. Warte. Es wird nicht besser. Es wird besser. Nein. Es wird besser, mein Traum wird real. Ich sag, was soll bei den Fackeln, sah es besser aus. Das ist wunderschön, ich weiß nicht. Vor allem, weil man einfach wusste, dass es nicht so viele Ressourcen gekostet hat. Ja. Soll ich euch mal was sagen? Man kann mit dem hier unendlich Kupfer kaufen. Also diese Leitung zu verlegen ist nicht so kostenspielig, wie ihr denkt. Vor allen Dingen, ich brauche nur eben kurz 10 von diesen Paprikas verkaufen. Schon habe ich das Geld für das Kupfer zusammen. Ja, es geht. Ja, okay. Also die kann ich schon unendlich oft verlegen. So ist es nicht.
Nun müssen da auch mal immer wieder solche Zwischenleitungen hin. So, warte mal. Und jetzt, jetzt kannst du die auch noch anpinseln, ja. Nein, ich wollte was anderes gucken. Dann gucke ich das. Kann da nicht durch. Es ist alles dicht. Da steht was. Ich muss eine Zusatzleitung verlegen. Ja, guck mal. Guck mal. Sogar ein Rot am Leuchten, okay. Siehste? Was habt ihr? Bordell. Das sieht doch richtig geil aus. Und ihr beschwert euch. Ja, Bordell. Nice. Nach so einem langen Arbeitstag in der Mine? Ja, klar. Da sehe ich uns. Kannst du das bei dem NPC ins Zimmer stellen? mit dem langen Bart? Geil. Warte. Nein, was anderes hast du hier nicht. Du kannst ja einen Käfling suchen, ja. Ich muss erstmal den ganzen Scheiß hier dafür wieder wegnehmen. Scheiße, ich habe das falsche weggenommen. Wo ist das Scheißding jetzt? Da ist es. Auf was wartet ihr? Ich... Nein! Könnt ihr meine Schande bitte nie so extrem beobachten? Was soll man sonst machen jetzt? Warte mal. Ihr wollt da ein rotes drin haben. Wartet. Leitung... Das war doch gerade rot. So. Ich habe Stream schon mal beendet, beziehungsweise geht schon mal dem Ende entgegen. So, da, das hin. Da muss so eine Zwischenleitung hier rein. Jetzt mache ich den Schalter hier neben. Nee, der muss bringt auch aber mal... nichts. Nee, der muss dazwischen irgendwo, ne? Ja, der muss dazwischen irgendwie liegen. Warte mal, wir können das ja so machen. Auch wenn das ein bisschen hässlich aussieht. Was ist denn gerade vor? Ich will da die ich will da das reinlegen. Irgendwie. Ja, okay, das funktioniert aber nicht, weil du da ein Kreuz hast, das da verbunden hat. Hä? Du willst einen Lichtschalter haben im Prinzip, oder was? Ja. Ich geh mal Loot sammeln. Ja, dann mach den den Schalter einfach zwischen. Ja. Das ist doch nicht so kompliziert. Weil ich es gerne kompliziert mache. Ja, ich merke schon, du baust irgendwo drumherum und alles. Warum? Warum musst du es unbedingt mitten auf den Weg legen? Du musst den Schalter in die Mitte legen. Nein, man kann nicht durch ihn durch. Man kann nicht durch ihn durch. Ach. Aber mit dem ganzen Zeug hier könnte man richtig geilen Sci-Fi-Boden machen, oder? Wenn die alle so erleuchtet sind? Ja. True, Boden true. Warte mal, die machen aber kein Licht, glaube ich. Und ich hoffe, man kann den ganzen Bums nachher noch benutzen für die Bohrer. Für die ganzen Vorkommen. Die ja, brauchst du es wahrscheinlich. Das sein. Ja. Das war natürlich geil. So, Kinders, ich sag jetzt aber gute Nacht. Schalten das gerne speichern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Ja. Dann gute Nacht. Jo, schönes Wochenende noch. Ach, schönen Sonntag vor allem. Warte, Exo, du wolltest ein Rotlicht haben. Wo rein, hast du das Ding reingelegt? Da. Du darfst dir das Rotlicht noch sehen. Ich muss nur das da wieder wegmachen, weil ich sonst nicht drankomme. Das muss dahin. Ich wollte es nur ausprobieren, ja? Ich wollte kein Rotlicht. Warte, ich suche, wo habe ich das Scheißding jetzt? Wo ist der Schalter? Da. Ah, guck mal. Der Raum wird auch perfekt ausgeleuchtet damit. Wenn du ganz genau hinguckst, da steigt sogar so ein bisschen Licht empor. So ganz, ganz leicht. Also ich finde das Elektrozeug schon cool. Damit kann man bestimmt auch richtig geilen Stuff machen. Ja, vielleicht bekommen wir ja noch eine Werkbank oder so. So, hier sind noch zwei weitere. Ihr könnt mich erschlagen. Ich will nur wissen, was die machen.
glaube, das verstärkt die Leitung nochmal, was ich hier gerade hingebastelt habe. Und das hier kann das nochmal ein bisschen besser verteilen. Warte. Man kann auch noch weiter durch. Ich weiß, was ich gerade getan habe. Ich suche gerade nur das Ding, was ich gerade verlegen will. Okay, so funktioniert das nicht. Das musst du wahrscheinlich irgendwie drehen. Kann ich es denn drehen können? Ich weiß nicht, aber muss man doch drehen können eigentlich. Scheinbar nicht. Warte mal, die zwei können eh weg. Die war nur Deko. Also gerade eben hat das doch funktioniert in der Einrichtung. Ach egal, lassen wir das jetzt so. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt auch. Das Stream hat ja lange genug gedauert. War auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich save das jetzt. Ja. 4 Stunden sind ja mehr als genug. Ein richtig geiles Spiel. Und vor allen Dingen, es ist ja in der Early Access erst. Ich frage mich, was dann noch alles hinzukommt. Naja, ich verabschiede mich jetzt hier auf jeden Fall von meinen Zuschauern, ne? Für die, die das in Zukunft gucken, ihr könnt ja gerne auf den zuständigen Kanälen, also bei Exo und mir, auf YouTube ein Abo dalassen, ein Like, falls wir das hochladen. Hier auf Twitch natürlich ein Follow, auch bei beiden Kanälen. Oder bei den anderen beiden, die ein bisschen früher aufgegangen sind. Und ich verabschiede mich jetzt hier.